Auf ein Bier mit Oninye Aneto. Oninye, du stammst aus Nigeria und bist hier in Innsbruck für deine Doktorarbeit. Und wir sind hier an einem theologischen Andersort in deinem afrikanischen Lieblingsrestaurant. Wobei das Problem wahrscheinlich schon mit afrikanisch beginnt, weil es gibt ja nicht die afrikanische Küche oder die afrikanische Kultur, sondern eine große Vielfalt, oder? Ja, stimmt. Natürlich, also Afrika ist ein großes Kontinent und also wir sind also multikulturell, viele Sprachen, viele Kulturen und so weiter. Yeah. Also. Umso mehr freue ich mich, dass du ein Stück von deiner Kultur, aus der Ibo-Kultur kommst, du teilen möchtest mit uns heute. Du hast auch ein paar Musikinstrumente mitgebracht und meine erste Frage hat auch gleich mit deiner Kultur zu tun, weil Kultur immer über Sprache funktioniert. Und ich erinnere mich noch genau, wie wir das erste Gespräch geführt haben. Und du warst der allererste Doktorand aus einem Land Afrikas, der sich mir gegenüber nicht mit einem europäischen Namen vorgestellt hat, sondern du hast gesagt, ich bin Oninye. Ja, also im Priesterseminar habe ich immer gemeint, man muss einen europäischen Namen bekommen als Taufname. Also wie Dominik, John. Also Name von einem Heiligen oder so, von einem Heiligen. Also das ist normal, aber... Aber Oninye ist auch ein biblischer Name, es ist Geschenk. Ah. Das ist Donatus. Es ist auch Matthias. Yeah. Es ist Matthäus. Okay. Das ist Matthias auch heißt auch Geschenk. Yeah. Matthäus auch heißt auch Geschenk. Ja, das ist ja sehr spannend, weil das ist auch eines der Worte, die ich mit Begeisterung von dir gelernt habe aus der Ibo-Kultur, das Wort Esinolo. Esinolo, ja. Kannst du noch mal kurz erklären für alle, was Esinolo bedeutet? Mich hat das nämlich begeistert, weil es ekklesiologisch sehr spannend ist. Ja, ja. So wie der Name Oninye Chukwu also für mich wichtig ist, ist auch meine Muttersprache und auch wie meine Muttersprache auch aus unserer Kultur also mir wirklich helfen, meine Orientierung im Leben zu finden, auch zu erweitern. Also Esinolo heißt, also übersetzt auf Deutsch, Familie. Also Familie für uns, die Igbo, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist die Grundlage, so der Basis der ganzen Gesellschaft. Und Kirche als Familie ist auch eine der Grundideen der Ekklesiologie in Afrika. Super, das ist der, bei uns in Igbo, Esinolo heißt Esi, es ist eigentlich zwei Wörter in einem. Esi heißt draußen, Na ist der Konnektor, Na, es ist und. Und dann Olo heißt es drinnen oder vielleicht ein Gebäude. Also Esi Nolo heißt draußen und drinnen. Also sowohl die Leute, sowohl diejenigen draußen als auch diejenigen auch drinnen gehören zu einer Familie. Das heißt, Familie ist nicht nur das kleine Geschlossene, sondern es wird offen gedacht, Familie. Genau. Drinnen und draußen gehört beides dazu. Super, das ist der Wichtige. Dass niemand wird von gesehen als ein Fremde. Also auch die sogenannte Fremde gehört auch sogar zu der Familie. Und das ist natürlich spannend, weil in Europa wird Pfarrfamilie sehr viel enger gedacht und auch nicht so offen nach außen. Und letztlich hat mich elektrisiert an diesem Begriff, auch wie du ihn erklärt hast, dass er eigentlich ins Wort bringt, was so die duale Ekklesiologie des Konzils ist. Also das Zweite Vatikanum sagt ja, Kirche ist nicht nur drinnen, sondern Kirche ist auch draußen. Und beides braucht einander und Kirche muss offen nach außen sein und offen für innen sein. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Stichwort und damit kommen wir, glaube ich, gut auch zu deiner Dissertation. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ja quasi nicht nur das Innen und Außen von Kirche neu bestimmt, sondern es hat auch gesagt, Kirche muss im Draußen, in verschiedenen Kulturen, sich neu einwurzeln. Sie muss wirklich eine afrikanische Kirche werden, eine asiatische Kirche, eine lateinamerikanische Kirche. Und ich würde auch sagen, wir müssen auch wirklich eine europäische Kirche werden. Ja. Was ist denn dein Projekt? Was ist denn deine Idee? Also Stichwort ist ja Inkulturation dann. Ja. Also die Kirche, wie du gerade gesagt hast, das ist die Kirche ist nicht nur universal. Es muss auch Ortkirche sein. Die Kirche muss auch im Ort, im Lokal, also verwurzelt sein. Ja. Es ist keine Idee, die irgendwo schwebt. Genau, es muss auch wirklich verwurzelt, zu Hause, wo man ist, wo man lebt, wo man ist, wie man spricht und alles. Und also die Universalität der Kirche bedeutet auch, also diese Katholizität der Kirche bedeutet auch die multikulturelle Kirche. Die Kirche muss nicht nur eine Kirche, eine europäische, muss nicht eine europäische, nur eine europäische Identität haben oder eine asiatische, aber es muss Vielfalt sein. Also bei mir in meiner Dissertation geht es um die Ehetradition der Igbo. Die Ehe? Die Ehetradition der Igbo haben eigene, sehr, sehr wertvolle, sehr hochgeschätzte Ehetradition. Die heißt Ebanku. Ebanku in meiner Muttersprache. Ebanku. Ebanku, genau. Ebanku. Und es wird sehr gefeiert.
auch neben der christlichen Ehe, aber die Igbo feiern gerne diese, meistens diese Ehe. Das heißt, junge Menschen aus der Igbo-Kultur feiern zweimal die Hochzeit. Genau, zweimal. Einmal in ihrer Kultur und einmal christlich. Genau, dann, aber ich meine, wir können diese unsere Ehe auch als christliche Ehe auch nehmen. Es muss nicht in der Kirche gefeiert werden. Jesus kommt auch zu uns. Jesus gehört uns zu unserer Kirche, unsere Kultur. Ja. Wie es in dem Evangelium steht, Johannes Evangelium, das heißt, Kapitel 1, Vers 41. Also, das Wort wurde Fleisch und ist unter uns gewohnt. Also, Jesus kommt auch zu uns, er spricht unsere Worte, er feiert auch mit uns. Unter uns heißt in Rom, heißt in Sao Paulo, heißt in Bombay, heißt in Innsbruck, in Nigeria, in Igbo. Also, Jesus ist überall. Er ist nicht begrenzt. Es geht um Inkarnation, oder? Genau, also wie tief denken wir Inkarnation eigentlich? So dieser Logos Spermaticus von dem Justin Martyr. Also der Logos, der Semina Verbi. Ist überall in alle Kulturen. Ja. Und dann muss man auch, wenn man Oninje heißt, sich nicht erst Matthäus nennen, um Christ zu sein. Und die Frage wäre ja dann, also wie kann man diese traditionelle Ibu-Eheschließung christlich auch nochmal deuten? Und du hast einen sehr spannenden Vergleich in deiner Dissertation. Das fand ich eine gute Idee. Du hast im Johannesevangelium die Hochzeit von Kana. Genau. Was bedeutet die für dich in dem Zusammenhang? Ja, in dieser Hochzeit von Kana wurde Jesus eingeladen, Jesus und Maria eingeladen. Jesus hat nicht die Familie zu ihm, also zu Hause, sie waren eingeladen. Also ich meine für uns, wir haben schon eine eigene Tradition. Und wir brauchen einfach Jesus in diese Tradition einzuladen und das christlich zu machen. Nicht, dass wir dann das Gegenteil machen, sondern Jesus kommt, wie er zu Kana gekommen ist, der kommt auch zu uns, kommt auch in unsere Ehe und dann wird mit unserer Ehe, mit der Familie verbunden und dann kommt die Transformation unserer Gesellschaft. Es muss nicht. Das ist ja ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt, oder? Die soziale Transformation. Das ist eine Kraft, also diese Erschließung des Evangeliums eine Kraft für soziale Transformation ist. Und Transformation, da steckt Wandlung drin. Wenn ich mal bei der Perikope, bei der Geschichte von Kana bleibe, bei der Hochzeit, Jesus lässt sich einladen, ist dort zu Gast. Genau. Und verwandelt. Verwandelt, ja. Der Wein geht aus, es ist Wasser da. Ja. Und Jesus verwandelt das Wasser in Wein. Ja, ja. Da gibt es eine spannende Parallele in die europäische Theologiegeschichte. Wenn du sagst, ich möchte Inkulturation machen, ich möchte unsere Ibo-Kultur wertvoll machen, ich möchte die christlich deuten, das wurde Thomas von Aquin vorgeworfen von seinen Gegnern, dass er einen Nicht-Christen, Aristoteles, einen griechischen, heidnischen Philosophen, nimmt und quasi christlich deutet, christlich liest. So wie du versuchst, deine eigene Kultur christlich zu lesen. Und Thomas hat sich gewehrt gegen diese Kritik. Er hat gesagt, nein, ich will ja nicht Wasser in den Wein des Christentums schütten, also den Wasser des Heiden quasi in den Wein des Christentums, sondern ich will das Wasser in Wein verwandeln. Ja. Und das Wasser ist quasi unsere aller Kulturen. Ja. Und es ist eine Frage an unseren Glauben. Trauen wir Jesus zu, dass er jede Kultur in Wein verwandeln kann? Ja, natürlich. Also wir brauchen einfach wirklich tief zu lesen, wo eigentlich steht auch Jesus in unserer Kultur. Also alle Kulturen sind nicht ganz ehrlich, muss ich sagen, sind nicht wirklich, kann man nicht, wie bei uns zum Beispiel, wir hatten damals manchmal in unserer Kultur Zwillinge, wie man hat gemeint, Zwillinge sind böse. Man hat früher bei uns Zwillinge auch getötet. Also so ist keine christliche Kultur. Das muss man weg. Ich meine, wir müssen ich sage immer auf Englisch, boycott the boycottable, retrieve the retrievable. Okay. Also es muss nicht alle Kulturen so christlich gemacht werden. Also das zurückweisen, was man zurückweisen muss und das aufnehmen, was man aufnehmen muss. Auch Unterscheidungsprozess. Und das sagt das Zweite Vatikanische Konzil ja auch, wenn es um Inkulturation geht. Wir müssen unterscheiden. Ja. Und dann hängen auch Inkulturation und Evangelisierung zusammen. Also dann bedeutet Inkulturation des Evangeliums auch Evangelisierung der Kultur. Und das ist dann die soziale Transformation, oder? Genau. Also du verstehst schon mal ganz klar. Oninje, wollen wir darauf anstoßen? Okay. Was sagt man Ogologondo? Ogologondo. Ogologondo. Ogologondo, zum Wohle.